That's part of the cook and good for the rest of our lives. Willkommen beim Schweinewok, Freunde. Ja, genau, hier sind die Zutaten auf meinem Schwein drauf geballert. Genau, Schweinefleisch da unten rechts hier. Ja, hier, Anis hier. Ganz genau, ganz normales Anis. Ja, Zwiebeln, da kennt ihr ja hier, Zuckerschoten. Bisschen Zitrone. Hier habe ich so ein Schweinchen. Knobi ist das und Ingwer, ne? Und hier, ja, hier die anderen Zutaten hier. Sake. Oh, hier das Schwein nochmal für euch. Ja, wie immer die Rezeptangaben in der Infobox, wo sie auch hingehören. So, und jetzt hier erstmal das Schwein anbraten hier. Genau. Infos zum Schwein gibt's in der Box. So, einmal umrühren. Sieht ja ganz gut aus. Das wird für einen kleinen Nachtischlöffel für mich reichen. Richtig gesehen. Kleine Folge, auch kleines Fleisch. So, und rein damit, angebraten hier. Erstmal kurz zur Seite packen. So, weiter geht's. Ordentlich Öl reinballern hier. Hat gute Wok-Erdnussöl hier. Und dann hier Zwiebeln rein. Oh, wie das zischt. Hier Knoblauch, Ingwer. Immer hinterher ballern. Ja, umrühren. So muss das laufen. So, Salz und Ultimate Pfeffer. Oh, die Ladung reinballern. Die schadet nie. So, und jetzt hier, da auf der Kelle war ein bisschen zu viel Salz drauf, das habe ich weggeballert. Und das wird reichen hier für den ganzen Lümmel des Glücks. So, die Sugar für die Girls rein hier, diesmal in grüner Form. Der Veggie Ninja wird sich freuen. Freunde, aber ich vernichte das nachher mit dem Fleisch. Mit dem schönen Schwein des Glücks. Richtig, so, Sake rein. Und eine Kelle voll machen, wie ihr seht. Und jetzt hier reingegossen und umrühren. Oder umgraben. Und jetzt die Sojasauce. So einfach über die Kelle ein bisschen tropfen und hier ein bisschen reinballern. Richtig gesehen. So sieht's gut aus. Das ist ein Wok der Spitzenklasse. So, fehlt natürlich nur die Hauptzutat. Das Schweinfleisch. Ja, hier erstmal schön vernichten mit Alkohol und Sojasauce. Oh, die Girls wins lieben. Als nächstes kommt ein Eierbecher Anis zum Einsatz. Reingeballert und hier das Schweinefleisch. Das sah eben nach mehr aus. Aber gut, übernehmt den Wok. Schweinomat 5000. Was ist das so grün? Macht nichts. Kurzen Deckel drauf hier. Hab einen alten Kugel genommen hier. Wir dämpfen die Schüssel im Deckel und jetzt ist alles startklar. Richtig gesehen. Hier ist der Wokomat 5000 und dann werden wir das hier reinkellen in diese Keramik-Pommes-Schale. Sehr schön sieht das aus. Da will man gleich reinbeißen, aber Vorsicht, die Schale ist nicht essbar. So, Prost. Ich habe mir so ein Rauchbier noch geschnappt. Ich fahre noch mal rüber. Boah. Und ein bisschen Zwiebel nehmen. Das war doch eine Zitrone. Und quetscht sie aus. Wer ein bisschen Zwiebel haben will, nimmt ihre Zwiebel. Aber Zitrone kommt besser reingestochert hier. Rezept in der Infobox. Na, sieht das nicht gut aus? Prost, Freunde. Ja, kleine Mini-Folge. Nicht sauer sein, dass sie nicht länger war, denn am Wochenende gibt es wieder eine große Folge. Richtig gehört. Big Player. Bis bald. Yeah!